Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit 1998 bin ich im Deutschen Bundestag. Seit 1998 diskutieren wir dieses Thema. Seit 1998 gibt es hier große Bereitschaft in diesem Hohen Hause von vielen Parteien, dieses Thema abzuräumen und ein für alle Mal klar zu sagen, dass der die gleichen Pflichten hat, auch die gleichen Rechte beanspruchen darf. Wir sind uns hier in großen Teilen des Hauses einig. Das Tempo dieser Entwicklung hat sich allerdings immer gemessen an den Entwicklungsfortschritten in der Union. Das hat gedauert, weil man sieht, wir sind jetzt im Jahre 2015 und sind immer noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen. Wir haben aber heute gehört, einmal die Kolleginnen Sütterlin-Waag und die Kollegin Zollner, da sieht man, wie weit die Union sein kann. Das hätte ich 1998 oder 2005 nie gedacht. Man muss anerkennen, es geht weiter und es gibt Fortschritt. Trotzdem kann ich verstehen, dass es vielen Betroffenen in diesem Land nicht schnell genug geht, wenn man hier 16, 20, 25 oder 30 ist, wenn man sich selber fragt, ob man sich outen möchte, wenn man in diesem Land einen Arbeitgeber hat, der das vielleicht anders sieht, dann wäre es schon gut, wenn der Deutsche Bundestag die gesellschaftliche Entwicklung vorantreibt und nicht hinterhertrödelt oder vom Verfassungsgericht geschoben oder getreten wird. Das wäre der Auftrag des Deutschen Bundestages, und daran, finde ich, müssen wir uns messen lassen. Wenn wir uns diese Debatte angucken, dann stellen wir halt fest, dass es immer wieder einige Kolleginnen und Kollegen gibt, bei denen die gesellschaftliche Realität später ankommt. Wir haben das Problem, dass viele die jetzige Regelung, die jetzige Gesetzeslage als Diskriminierung wahrnehmen. Ich zum Beispiel. In der Union wird das in Teilen anders gesehen. Jeder hilft sich, wie er kann. Aber am Ende ist es so, dass wir als Gesetzgeber darauf hinwirken müssen, dass es gleiche Rechte und gleiche Pflichten gibt für jede Frau, für jeden Mann. Wenn wir uns dann der Frage zum Beispiel stellen, die ja auch eben schon diskutiert worden ist, wie das denn ist mit der Privilegierung der Ehe. Ich finde, man muss sich überlegen, was man privilegiert. Ich finde, man muss alles das privilegieren, wo es Kinder gibt, wo Kinder aufgezogen werden. Die bedürfen der Fürsorge des Staates. Da ist das gesellschaftliche Engagement notwendig. Wenn es denn dann gleichzeitig auch die Ehe gibt, dann sehe ich persönlich gar nicht ein, warum die, die in der Lebenspartnerschaft sind und die, die in der Ehe sind, nicht gleich behandelt werden. Zu diesem Zweck legt jetzt Heiko Maas einen Gesetzentwurf vor, der das umsetzt, was im Koalitionsvertrag steht, was wir mit der CDU und CSU vereinbart haben, der übrigens auch besser ist als das, was die Grünen hier vorgelegt haben. Deswegen freue ich mich, dass wir diesen Gesetzentwurf zügig bekommen. Das heißt, wir werden rechtliche Regelungen, die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften schlechter stellen, beseitigen. Das ist so, das ist gut so, das werden wir tun. Und ich glaube auch, dass das im wahren Leben etwas Selbstverständliches ist. Traurig ist es, dass es bis zum Jahre 2015 gedauert hat, dass wir das tun. An dieser Stelle allerdings ist es so, dass unser Koalitionsvertrag der Union hilft, ich sage einfach mal, über die vielbefahrene Straße der modernen Gesellschaft zu kommen. Ich lese ja in der Union, und ich bin Hamburger, ich habe es jetzt gerade erlebt, wie es denn so ist, wenn man über moderne Großstadtpartei spricht. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ich glaube, das Thema Großstadtpartei hat sich für Sie so lange erledigt, als dass die Zielgruppe, die Lesben und Schwulen, weiterhin glauben, dass sie durch ihre Politik täglich diskriminiert werden. Das mögen Sie anders sehen, aber es gilt in diesem Fall der Empfängerhorizont. Es gilt in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht. Es gilt in dem Fall, so wie ich das sehe, einfach die Wahrheit, die Lebensrealität, so wie sie bei den Menschen ankommt. Das heißt, wir im Deutschen Bundestag müssen uns darum kümmern, dass dieses Thema bald abgeräumt wird. Wir im Deutschen Bundestag sind in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass Lesben und Schwule gleichgestellt werden, und zwar in allen Bereichen. Und wenn man dann sagt, jawohl, auf der einen Seite gibt es die Lebenspartnerschaft und auf der anderen Seite gibt es die Ehe, und die sind rechtlich komplett gleichgestellt, dann stelle ich mir als ganz schlichter Mensch, als Hamburger, die Frage, wie es denn sein kann, warum man etwas, was gleich ist, nicht auch gleich nennen kann. Warum ist es denn, Gottverdammt nochmal, nicht möglich, das auch Ehe zu nennen?
Es muss doch möglich sein, dass wir in diesem Hohen Hause uns einfach mal tief angucken und sagen, das, was wir hier in diesem Fall haben, dass Menschen, die füreinander einstehen, die Pflichten haben und die Rechte haben, die sind in einer Ehe. Und die Privilegierung der Ehe heißt nicht, dass wenn Lesben und Schwule auch in einer Ehe sind, den anderen etwas weggenommen wird, sondern wir haben dann eine Gleichstellung. Und ich glaube, das ist das Ziel, was Sie bei uns im Grundgesetz finden, was wir sogar im Koalitionsvertrag haben. Und ich hoffe, dass wir es mit der Union schaffen, in dieser Legislatur auch noch über diese Hürde zu kommen. Seit 1998 nehmen wir hier Hürden. Mal mehr, mal weniger, mal hilft uns das Verfassungsgericht. Am Ende werden wir alle in der gesellschaftlichen Realität ankommen. Auch die Kolleginnen und Kollegen der Union. Die Frage ist, wie hoch soll der Preis noch sein, den Sie bereit sind, dafür zu zahlen? Hat Ihnen Hamburg nicht gereicht? Warten wir Bremen ab, dann können wir die nächsten Landtagswahlen uns angucken. Ich glaube, die gesellschaftliche Realität ist weiter und es gilt weiterhin 100% Gleichstellung nur mit der SPD. Vielen Dank. Vielen Dank, Johannes Kahrs. Der letzte Redner in dieser Debatte.